Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Pikmin 4. Wie gesagt, das Ganze ist ja ursprünglich ein Live-Let's Play, deswegen alle, die es live zuschauen, nochmal die Information nicht wundern, dass ich da auf einmal jetzt Abmoderation und sowas mache. Nicht wundern, okay. So. Also wir müssten nun eine Visitenkarte erstellen. Und machen das jetzt einfach mal ein bisschen, dann nämlich die restlichen Pikmin retten. So sieht es nämlich aus, beziehungsweise die Leute retten, die halt runtergefallen sind da mit dem Raumschiff. Also, erstmal zur Visitenkarte. So, was sieht denn nach einigermaßen aus? Also, was ist denn sinnvoll hier? Das hier auf jeden Fall mal. Ui, wie der ist so grimmig aus. Nehmen wir mal ihn hier. Das sind doch lustige Augen. Na komm, das ist eine lustige Frisur. Mach mal orange Haare. Mach mal alles orange, das passt. David Gensen GC passt auch. Jawoll, das sieht doch super aus. That's me! Einmal Planet ist Karut. Ein neues Mitglied der Rettungscrew erhielt vor kurzem die Mission, die vermissten Crewmitglieder zu finden. Das war nämlich, wie gesagt, auch der Part, wo es dann eben damit losgeht. Dass es eben, wie gesagt, meine erste Mission ab und eben die Crewmitglieder finden muss. Das war das, was im letzten Part passiert ist. Und damit geht es jetzt weiter. Genau. So. Ja, übrigens, liebe Leute, wird das nochmal ein Nicht-Greenscreen-Let's-Play, weil es hier mit meinem neuen Studio und alles noch nicht 100% eingerichtet ist. Wird noch werden. So, liegt in den Händen eines unerfahrenen Neulings. Das sieht jetzt so schön aus, das Game. Also wie immer beim Cutscene, bis raus so machen, das bekommt man mal zeitlich nicht schnell genug hin. Jetzt haben wir mal, wie gut es klappt. Wie gut es klappt. So, und da bin ich nun. Frage ist, wo bin ich? Okay, mit L kann ich mich jetzt also bewegen. Finde die vermissten Crewmitglieder. Da ist das ein kleiner Hund. Das ist bestimmt ganz traurig. Oh nein, das ist ganz glücklich. Jawohl. So muss das. Hundi muss glücklich sein. Hallo Hundi. Kann ich nur einen Namen geben? Nein, Watson, ein Ortsziehen. Okay. Heimatplanet Gia. Ein junger, loyaler Rettungshund, dessen Vorfahren schon die Seapad-Familie unterstützen. Dies ist seine erste Mission. Oh, also auch seine erste. Ja, ich finde Hunde generell süß. Also, Olimars Hund ist süß, aber dieser Hund ist noch süßer. Otzi ist so viel niedlicher. Ja, das stimmt. Ich habe auch einen Real-Life-Hund. Ich finde Hunde generell total süß. Umso mehr freue ich, dass hier ein süßer Hund dabei ist, der mich tatkräftig begleitet. So, da ist ja irgendwas, oder wie? Ui. Du hast einen Gestrandeten gefunden. Aha. So, ich glaube, hier werden wir... Ich hab nicht mal Pigments, aber... Auch wir können hier mit X ganz und viel... Okay, nee, komme doch nicht. Okay, ah. Hä? Ich wollte ganz gerne jetzt A los und dann B gedrückt halten. Okay. Ah! Ah! Jetzt strahle ich das. Jetzt macht's so und so, Rupsi. Okay, boah, der hat ganz schöne Kraft, ey. Dass er sowas da wegreißen kann. Toll, die ganze Erde ist weg. Ja, das hast du fein gemacht. Bist ein Feini, hm? Na, komm her. Sieh, wie der Hund dran riecht. Oh, süß, dann wird der Hund auch noch abschlecken. Na, hallo? Bist du das, Otzin?
Ja, so sieht's aus, ne? Den Stern sei Dank. Es hat mich, war mir nicht sicher, ob mein SOS-Signal die Zentrale dann erreichen würde. Du und Ozin, ihr habt mich also gefunden und gerettet, und zwar gemeinsam. Das überrascht mich jetzt schon etwas. Normalerweise hört Ozin auf niemanden, außer der Anführerin. Ah, ihr solltet mich wohl besser vorstellen. Ich bin Kommunikationsspezialist der Rettungscrew. Mein Name ist Colin. Okay, Colin aus GIA sorgt als Kommunikationsexperte für die Verständigung innerhalb der Rettungscrew. Und ist außerdem ein begabter Techniker. Mhm. Okay. So, du hast Colin, den Kommunikationsexperten der Rettungscrew, gefunden. Doch wo sind die restlichen Mitglieder der Rettungscrew? Die muss man noch finden. Wegen eines Erzrutzes bin ich hier nicht mehr weggekommen. Als ich so hungrig wurde, habe ich den Tiefschlaf aktiviert. Ah, das ist praktisch. Findest du, so Menschen könnten auch, wenn wir hungrig sind, auf einmal so einen Tiefschlaf aktivieren. Ist ja irgendwie witzig, ne? Ich glaube, Leute, ich versiebe die Facecam mal ein kleines bisschen, weil die mir an der Stelle, wo sie jetzt steht, nicht ganz passt. Wartet mal. Wollen wir sie denn haben? Vielleicht hier irgendwie? Ich kann sie auch ganz nach oben tun, theoretisch, oder ich tue sie hier ganz an den Rand. Kann sie aber auch nach oben tun, ich weiß nicht, was da ist, irgendwie besser, sinnvoller, schlechter ist. Das tue sie hier in den Rand, ich weiß, dass da unten ist. Vielleicht ist die oben rechts auch besser, ach, keine Ahnung, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Dann schauen wir mal, wie es läuft. So, du wirst unter Neuzugang, richtig, und dein Name war David GC, so sieht's aus. Ich bin sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Wie gesagt, ich war derjenige, der das SOS-Signal gesendet hat. Die anderen von der Rettungscrew, tja. Wir hatten unsere unsanfte Landung, als wir Entschuldigung, in die Planetenatmosphäre eintraten, verloren wir die Kontrolle über das Schiff. Oh nein. Oh doch, ich musste tagelang hier draußen im Tiefschlaf gelegen haben. Wir waren zu sechs auf dem Schiff, doch wir wurden getrennt, als das Notausstiegssystem aktiviert wurde. Eigentlich sind wir gekommen, um Captain Ulimar zu finden, der hier abgestürzt ist, doch wir erlitten das gleiche Schicksal. Es ist jetzt fast schon peinlich. Meine Informationen zufolge ist unser Raumschiff, die Shipyard, irgendwo in diesem Bereich hier gelandet. Mhm. Alleine konnte ich sie allerdings nicht finden, nicht erreichen. Aber vielleicht finde ich jetzt da gemeinsam eine Möglichkeit. Und wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Weg dorthin auch noch einige unserer Kollegen von der Rettungscrew. Mhm. Ah, bevor ich es vergesse, das hier ist auch für dich. Dein offizielles Rettungscrew-Tablet. Ich hoffe, das ist ein iPad. Selbst. Darüber Teilinformationen. Zum Glück habe ich immer ein Ersatz-Tablet dabei. Drücke die Pfeiltaste nach oben, um unsere Mission anzusehen. Ah. Diese Funktion kannst du jederzeit nutzen, wenn du wissen möchtest, welche Aufgaben die höchste Priorität haben. Es gibt noch weitere praktische Funktionen, aber ich kann sie dir erst installieren, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat. Momentan ist für dich nur wichtig, dass du jederzeit die Taste nach oben drücken kannst, um dir deine Mission anzusehen. Falls nötig, kannst du auch Minus drücken und per Schnellauswahl andere Funktionskurse wählen. Okay. Aha, da gibt es Visitenkarte, Aufzeichnung und vieles mehr. Okay. Und jetzt lass uns aufpressen, um die Stepher zu finden. Okay. Let's go, würde ich sagen. Schauen wir doch mal, wohin uns die Reise führt. Wie gibt es so Shepherd, das ist die Hauptmission. Und da ist sie ja so, ne Wunder. Ich kann das Schiff sehen, doch ich weiß nicht, wie wir es von hier aus erreichen sollen. Aber irgendwie kommt mir die Umgebung bekannt vor. Ich erinnere mich an was. Es ist gleich da vorne. Los gehen wir. Da kommt man nicht drauf. Gehen wir doch einfach mal außen rum. Vielleicht führt uns da außen rum ein Weg zum Ziel. Pflanzen, die Planeten sind riesig. So sieht's aus.
Ui, was haben wir denn da? Seht nur, da drüben. Das große Loch im Boden. Wenn wir nur einen Weg dorthin finden würden, dann könnten wir endlich zu Seapad gelangen. Okay, Pflanzen, ich sehe schon. Wir könnten vielleicht damit irgendwie sowas bauen. Mal irgendwie mit springen. Kommen wir da nirgendwo weit. Vielleicht müssten wir aber auch hier lang gehen, einfach irgendwie. Hm, was sagt es da etwa was drin? Find doch mal heraus, ob da was drin ist. Das ist genau das Richtige für Rettungshunde. Sie tun nichts lieber. Ja, den Rest habe ich nicht gelesen. Bravo, Otzien. Warte, ich gehe zu schnell weg. Fast geschafft. Ui. Mal schauen, ob das nicht am anderen Ende rauskommt. Ich habe so ein Gefühl. Sieht man mal wieder, warum Rettungshunde unser ganzer Stolz sind. Hm, ich lasse genau so noch wie das, was wir gerade gesehen haben, gut gemacht. So, ich glaube, es rein ist auch, dass man da vielleicht rauskommt, wenn man dort reingeht. Ich frage mich, ob die beiden Nösser unterirdisch miteinander verbunden sind. Das sieht ganz schön tief aus. Nun, es hilft ja nichts. Sie werden wohl einfach den Sprung hinein wagen müssen. Nix wie rein. Ganz genau, und los. Ich wünschte nur, es wäre nicht so finster. Ach, das geht schon. Das ist gut machbar, let's go. Ui. Ah! Schau nochmal, wo wir rankommen. Höhle des Anfangs, Ebene 1. Wo sind wir hier? Oh, was ist denn, Otzin? Er scheint uns etwas mitteilen zu wollen. Mhm. Sackgasse. Versuchen wir es woanders. Ei, ei. Frage ist, woanders? Oder gibt es denn nur einen Weg, lol? Das sollte mir dann den gehen. Ui, wer ist denn da? Ich kann kaum glauben, dass wir sie ausgerastet hier gefunden haben. Hör zu, da drüben ist die Anführerin der Rettungscrew. Bemühe dich um einen guten Eindruck, David. Viele Vorfahren der Seven. Jetzt ist nicht der richtige Moment für eine Gesichtslektion. Schnell tut was. Die hat Angst. Boah, der Hund bringt einfach alle Knallhart um. So wie man manchmal mit Eishörnchen, was? Nein, jetzt mein Hund bringt keine Eishörnchen um. Krass, wie die so da hochgehen, so. Sonst beruhigt es doch mal. Jetzt sind sie alle weg. Seven, wir haben uns um die Karton gekümmert. Du kannst wieder runterkommen. Das war kein Moment zu früh. Vom langen Festhalten in meiner Arme sind ganz taub. Jetzt höhen langsam. Wie geht es dir, Colin? Bist du unverletzt? Vielleicht sollte ich dich fragen. Ich bin jedenfalls froh zu sehen, dass dir nichts passiert ist. Und wen haben wir hier? Ah, wir haben uns doch beim Training getroffen. Um mich nicht vorzustellen, Anführerin Seffert. Hast du etwas Otzin den Befehl gegeben, diese Kreaturen anzugreifen? Hm, eigentlich hat Otzin nur auf meine Befehle. So, das ist wohl das ganze Training ausgezahlt. Weißt du, als ich dich das erste Mal im Training sah, hatte ich das Gefühl, dass du gut im Umgang mit Hunden bist. Okay, Rettungscrew-Mitglied der 99. Generation, ich vom Rettungshund begeistert, seit sie als Kind von einem gerettet wurde. Wird's mal cool, dass man da so ein paar Hintergrundinformationen zu den Charakteren erhält. Fühl es. Okay, also habe ich die Anführerin gefunden. So sieht's nämlich aus. Wir haben die Anführerin der Rettungscrew, Seffert, gefunden.
Mit ihr an unserer Seite können wir wieder Hoffnung schöpfen, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. Mhm. Ich möchte nicht unterbrechen, Saffin, aber wie hat es das Ereignis hierher verschlagen? Als ich die Umgebung erkundete, fand ich ein seltsames Loch. Es sah hinunter, verlor das Gleichgewicht und fiel hinein. Auf der Suche nach einem Ausgang bin ich in der Höhle umgeirrt, bis ich auf diese ekelhaften, schleimigen Kreaturen traf. Moment mal, bist du in das Loch gefallen, das sich in der Nähe des Sephert befindet? Wir wollten die Höhle durchqueren, um genau dieses Loch zu erreichen. Warum steht ihr dann noch hier? Kehren wir zu Sephert zurück. Verstanden. Stimmt etwas nicht? Du hast da gar nichts gesagt, David. Wenn wir etwas bestätigen, sagen wir bei der Rettungskrew verstanden. Lass uns mal zusammen probieren, ja? Verstanden. Verstanden. Hört auch so alles klar. Sehr schön. Perfekte Antwort. Noch ein Tipp. Sieh dir die Sephert-Dokumente an. Sie enthalten wichtige Informationen für unsere Arbeit. Okay. Hier findest du Ratschläge von Anführern aus der Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Wissen, ihre Weisheit sollen dich leiten. Aktuelle Anführerin Erma Sephert. Okay. Du kannst über dein Tablet auf sie zugreifen, wann immer du sie brauchst. Nutze sie also gut bei deiner Arbeit. Du hast es mit Ozin so gut verstanden, erkläre es aus offiziell zu Partnern. Ja, das ist doch supi. Ich werde dein Auge auf was beide haben, um zu sehen, wie du das im Umgang mit meinem Rettungshund so machst. Mit einem Rettungshund so machst. Okay. Schwierige Sache. So, irgendwas sagt mir, dass wir die Dinge einfach kaputt hauen müssten. Das war ein prima Sprint. Jetzt haben wir doch mal weiter. Ja, übrigens, Leute, es macht jetzt kein 100% Let's Play oder sowas draus. Ich spiele einfach so gerade, wie ich Bock habe. An dem Ort erinnert mich etwas. Okay, also bloß, wenn man es oben gerade sieht, kann man nur das Tablet, da kann man beispielsweise sehen, wo wir gerade sind, ne? So, ich glaube, wir müssen hier lang. Und ich glaube, dass wir damit nach oben kommen werden. Da, dort bin ich runtergefallen. Oh, zum Glück hast du einen Sturz aus der Höhe überlebt. Aber wie kommen wir da nur wieder rauf? Ich würde einfach mal hier drauf gehen und dann untersuchen wir das mal. Ui. Aber die Hauptsache ist, wir kommen wieder nach oben. Hör mal, David. Sei bitte vorsichtig im Umgang mit unbekannten Maschinen. Du solltest hier nicht einfach so berühren. Naja, aber wir sind doch jetzt da angekommen, wir ankommen sollten. Passt doch alles, ne? Das kannst du zustimmen, obwohl es in diesem Fall dazu geführt hat, dass wir die Höhle verlassen konnten. Erstmal eine Fahne aufstellen. Gut, Saffin. Ich habe die Flagge der Rettungstour aufgestellt, ganz offiziell. Und jetzt der Bericht zur Höhlenerkundung. Wir haben eine Person gefunden und gerettet. Bei unserer Suche trafen wir auf keine weiteren Individuen. Danke für den Bericht. Dann erkläre ich die Erkundung dieser Höhle für beendet. Die Erfahrung war eine gute Vorbereitung auf das, was es noch erwartet. Von unserem Handeln hängt Leben ab. Doch ich muss sagen, das war eine gute Arbeit heute. Ich bin sehr zufrieden mit euch, David und Ozin. Dass es die Seven selbst war, die gerettet werden musste, bleibt dann wohl unerwähnt. Colin, du wirkst irgendwie anders als sonst. Hast du vielleicht eine neue Frisur? Nein, eigentlich nicht. Aber ich war ziemlich beschäftigt damit, nun ja, am Leben zu bleiben. Ja, verstehe. Und es freut mich wirklich sehr, dass es dir gut geht. Ach, das ist ja die Sephert. Ja, sieh mal einer an, wo wir jetzt doch schon angekommen sind. Und das werden wir uns im nächsten Part
von Pikmin 4 weiter anschauen. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen von dem Part. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.